Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Alice Madness Returns. In der letzten Episode haben wir hier wieder ein bisschen aufgeräumt mit diesem Grabstein-Monster-Gedöns, die wirklich auf den Sack gehen und haben da oben dann mit den Buddha gedreht oder das, ich weiß nicht, ob es ein Buddha ist, ich vermute es einfach mal. Also wenn ihr da euch mehr auskennt, schreibt es in die Kommentare, dass ich ein bisschen mehr Gebildung bekomme. Aber ansonsten könnt ihr auch sagen, super, yay, Tomok, du hast es wirklich gut geschafft. Okay, hier ist wieder so ein Schwuppdiwupp-Pilz, der uns teleportiert. Ein Teleportpilz, das ist natürlich sehr schön. Und wieder so eine, ach scheiße, Rutschpartie, das müssen wir wieder umskillen hier so auf linke Hand. Denn ich bin ja Linkshänder, die wenigsten wissen das, aber ich weiß das wohl oder übel, muss ich es ja wissen. Denn ich bin ja auch der Typ, der da spielt. Und meine Hände auch bedient, also... Ob das mein Gehirn weiß, bezweifle ich, denn ich bin nicht so gut. Allgemein, ich bin ein Dummkopf, aber... Ist ja jeder mal irgendwie ein bisschen, hm? Ui. Puh, zum Glück kann ich auch noch springen, ehrlich. Und es ist ein bisschen blöde, wenn ich muss mich konzentrieren und da kann ich nicht so behinderte Scheiße labern, wie immer. Um euch voll zu knipsen und zu... Was ist das immer, was hier ertönt? Das war sehr schön. Und jetzt wieder oben Sachen. So, gut. Hier haben wir eine schöne Blume, die wir nicht zerstören konnten. Und da ist ein roter Pilz, der hier zum Vorschein kommt, den man ihn sehr schön darum bittet. Ein Mund, aus dem das Wasser fließt. Wie aus meinem. Nur, dass ich... essen will. Okay, wir müssen irgendwie darauf kommen, keine Ahnung wie. Und nein. Haben wir jetzt genügend? Nee, genügend haben wir noch nicht, aber ich glaube, haben wir 400. Noch 100. Dann immer. Halleluja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Papas-Show. In der Trichter-Show. Ach du. Ausrichten können wir hier nicht viel, habe ich so das Gefühl. Nein. Aber hier ist ein schöner Fisch drauf. Aha. Ah, du bist mit dem Kante machen mit uns, hä? Das wollte ich eigentlich schon früher, aber jetzt gehen die Dinger hoch. Nein, ist nicht wieder Ruckel. Ruckel die Zuckel machen. Ach, die bleiben oben. Ja, dann hätten wir auch... Ach, die bleiben oben. Okay. Unten, sorry, unten. Da müssen wir eben kurz diese Scheiße hier wieder aktivieren. Nein! Dammit. Ja, ein Kollege gespielt. Nee, wollen wir nicht. Wir spielen jetzt hier noch aktiv. Ein Let's Play mit euch. Endlich.
Muss ich warten, bis der unten und dann nach oben geht. Genau, wir brauchen gleich die Dinger. Und wir sind angekommen. So, wir brauchen nur circa noch 70 von diesen 10. Und dann können wir uns ein Upgrade leisten auf die gute alte Kanone. Kanone? Die alte Tröte? Hier ist aber ein bisschen... Hier ist die Kläranlage ein bisschen verstopft geworden und was immer. Ohne goldene. Was sind das eigentlich alles für Erinnerungen? Flaschen gesammelt, 5 von 18. Erinnerungen 9. Ach so. Jetzt sind wir in Kapitel 3. Von 5 oder von 2 oder was? Wie? Ich habe keinen Überblick. Aber auf jeden Fall haben wir vor ein paar Folgen den Weltuntergang angezettelt oder eben wollten retten und haben ihn irgendwie angezettelt. Ah, hallo ihr Kröten. Hat Spaß gemacht mit dir. Da hinten ist noch eine Sache. Die wird sich gleich vertan. Oh, jetzt können wir hier. Ah. Aha. Dann nach oben und dann hier. Und dann können wir diesen. Ja, sind wir hier oben, können wir schon wieder ein paar was öffnen. Und mal wieder, C. Da muss ja sein, irgendwann müssen wir das Ding ziehen. So, haben wir überstanden, sind wir hier heil angekommen. Und den nächsten schon wieder. Ah. Jetzt sind wir hier hoch, was? Sind wir noch einer oben? Also irgendwie ist das scheiße. Ah. Müssen wir ganz von vorne anfangen? Damn it. Scheiße, wir sind gestorben, gestorben, gestorben. Tralari, tralara und tralalululu. Wir sind alles kacke, 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 kacke. Hier weiter und dann können wir den hinten wieder. Nein. Haben wir es geschafft in die nächste Stage?
Ah, hallo! Aber ich wollte doch Hallo sagen. Bitte umarme mich doch. Geht das nicht? Kann mich niemand hier umarmen? Ich möchte eine Umarmung. So, was? Ist hier was? Mal auf die Zeit. Wir haben noch ganze 4 Minuten. Okay, wir haben hier wirklich gar nichts, was wir hier gebrauchen können. Dann gehen wir weiter. Wenn sich das Tor schon geöffnet hat, gehen wir auf Einladen rein und sagen mal Hallo. Von außen sieht es eher aus wie eine Arterie, die irgendwie... Ach du Scheiße, ich will gar nichts wissen, was das ist. Das ist mir ein bisschen unannehmlich. Hallo! Eine Brücke wird den Pfad vervollständigen, aber diese Substanz versperrt den Weg. Hilfst du uns, sie zu entfernen? Ich glaube, ich habe das geeignete Werkzeug. Oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden. Eine heilige Höhle. Ja, ja, nicht so ganz toller. Dann schauen wir mal, 400, ich glaube wir brauchen 75, wenn ich mich irre. Ja, 75, oh, damn it. Oha. Wir kaufen das Upgrade. Yeah, Pfeffermühle. Yeah. Jetzt eine Stahlpfeffermühle. Yeah. Wir sind gerettet, unsere Wohltäterin. Ihr seid frei, meine Freunde. Juhu. Oh, mächtiger Falter. Ich hab's doch wieder gewusst. Und da tut sich wieder was für uns auf und wir können wieder essen. Garamma. 27. Haben wir wieder von 0 auf 27. Hier oben sieht es nicht gerade so einladend aus, ehrlich gesagt. Ich möchte hier wirklich nicht leben. Oha. Endlich mal Ruhe! Ich kriege nicht die Hucke voll. Endlich! Genau da, wo ich nicht hin wollte. Ah,
Ja, ich will jetzt das kurz zu Ende machen. So, haben wir das. Endlich. Und wir hinten angekommen, wo uns niemand vielleicht stören könnte, sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise in dem nächsten Part. Wir sehen uns. Tschüss. Freut euch auf einen sonnigen Tag, auf einen regnischen Tag, was auch immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.